Michael Fritz Jackson, ich begrüße dich. Hallo. Wir sind auf der Suche nach meiner Leiche. Auch Sätze, die man selten sagt. Auch, ja, aber auch irgendwie ein bisschen was auch gut mit Michael Jackson im Zusammenhang sein könnte. Ich finde, das ist gar nicht so weit hergeholt. Da ist eine Leiche, aber es ist nicht meine. Diese komische Wand ist dagegen wieder weg. Ja, das ist vielleicht für die Leute, die das eben nicht gesehen haben oder so. Der Fritz hat sich umbringen lassen, obwohl ich heroisch noch zu seiner Rettung geeilt bin. Mhm. Entspannt hingeschlendert. Ich bin halt der Schlenderman. Der Schlenderman, ja, ich wollte es auch gerade sagen. Echt? Das so. Wird langsam unangenehm. Wir sind aber schon zu lange zusammen. Oh, jetzt ist der Wasserfall bei mir übrigens auch total laut. Ja, ne? Der war doch eben nicht solche Geräusche gemacht. Hier müsste jetzt deine Leiche wohnen. Also sehe ich das von der Spiellogik her jetzt richtig, dass du jetzt einfach wer anders bist, der jetzt einfach in diese Höhle gekommen ist? Wir haben uns kurz vor... Da steht der Stinker wieder! Wahrscheinlich. Hier ist der Stinker! Ja. Alter, der tut mir Dinge an! Aber wie? Krass! So schlimme Dinge hat er mir noch nie angetan. Ist das ein Boss? Da sind Babys, da sind lauter Babys. Okay, ich sterb. Bin tot. Warte. Ich verreck gerade. Ja, boah, der ist ja super stark. Okay, aber er frisst mich nicht, noch lebe ich. Ja, ich bin auch tot. Ach, krass. Hä, das ist ja fies. Weil, das ist ja total doof. Der war jetzt super stark. Ja, und ich hatte dann, letztes Mal waren A, keine Babys da. Und B, ist der ja mit dir zusammen verschwunden. Deswegen wusste ich ja nicht, dass der so stark ist. Der ist mit meiner Leiche weggegangen, meinst du? Aber das ist ja voll die Scheiße. Das ist jetzt aber echt frustig, vor allem, weil wir tausend lange nicht gespeichert haben. War denn deine Leiche da? Ja, die war da. Also wir müssten da wieder hinkommen. Wir brauchen also... warte mal. Oh Gott. Ich sehe nichts, hier ist alles dunkel. Wir brauchen halt, irgendwie bessere Ausrüstung gegen den. Wir brauchen wahrscheinlich Rüstung. Aber können wir nicht unseren Krempel? Ich drücke jetzt mal E für Restart, ne? Drückst du auch? Ja, habe ich auch. Achso, klar, deswegen habe ich eBay gesagt. Jetzt isst er mich übrigens. Achso, sorry, ich dachte, du hättest schon E gedrückt. Hä, total blutverschmiert. Oh, guck mal, jetzt bist du wieder das Flugzeug. Wie sehe ich denn aus? Du bist diesmal der Typ, der das Isle of Rave, du auch? Was natürlich in Wirklichkeit Isle of Travel ist. Dann sind wir jetzt diesmal wirklich, jetzt sind die Häuser wieder da. Zwillingsbrüder. Scheiße, jetzt ist ja aber Kacke passiert. Weil ich jetzt hier gespawnt bin. Ja, tatsächlich, jetzt sind die Häuser wieder da. Was ist denn das jetzt komisch? Ich habe aber eine Axt jetzt. Jetzt geht wahrscheinlich die Bug-Scheiße los, weil ich habe nichts. Ich habe auch in dem Flugzeug jetzt nichts bekommen. Okay. Das ist jetzt total beschissen. Ja, fuck. Das ist natürlich mega unangenehm. Denn, brauche ich denn irgendwelche Sachen, die ich auf jeden Fall nicht bekomme? Ja, die Axt brauche ich halt irgendwie. Oh, meine hier sind übrigens dummerweise an einer blöden Stelle. Die Koffer sind jetzt hier halt auch schon alle auf. Ja, das ist bestimmt noch von mir, von meiner Loot-Runde. Also es ist überall Zeug drin, aber ich muss die Koffer nicht aufhauen. Ich kann das auch nicht, das ist ja geil, ich kann das auch nicht greifen, ne? Wenn was auf dem Boden liegt, das nicht einsammeln. Ja, dann backst du vielleicht irgendwie rum. Backe ein bisschen rum. Ach doch, einen Stock konnte ich jetzt einsammeln. Hier ist auch schon wieder noch ein neues Stinkerdorf, ne? Das war aber schon immer hier in der Gegend. Aber direkt nebenan? Ja, das war direkt daneben. Ich lasse mich jetzt mal von den Stinkern nochmal umbringen. Obwohl, dann ist ja meine Tasche wieder weg. Scheiße. Weil ich muss ja jetzt zu meiner Tasche kommen, irgendwie. Ja, ich auch. Das ist ja mega doof. Sind wir irgendwie halt mal so smooth sailing. Ja, Mann, das lief so gut. Und dann... Ich
nehme mal hier Rope mit. Oh, Rope brauche ich auch mal wieder neu. Ist aber schon alles weggelootet. Nee, aber das ist doch eigentlich getrennt, oder nicht? Nee, für mich ist das noch da. Okay. Was ich übrigens eigentlich auch ganz gut finde, also so in Sachen Immersion ist es natürlich Quatsch, aber es ist halt einfach viel angenehmer. Ja, natürlich. Also es muss ja auch spielbar bleiben. Pass mal auf. Weißt du was, wir looten jetzt einfach ein bisschen auf dem Weg dahin. Ja, dann müssen wir halt darauf achten, dass der Typ halt einfach mega stark ist. Das wussten wir ja nicht. Ja, es war auch ein bisschen komisch, dass der so kräftig war. Ich habe jetzt hier schon die ersten Schaltkreise. Wir brauchen eine neue Bombe, ne? Ich brauche vor allen Dingen dann auch eine Waffe. Wir brauchen Münzen. Ich hau mir das Inventar jetzt einfach mal ein bisschen voll. Wir haben ja jetzt ungefähr ein Gefühl für die Insel. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach ein bisschen zu looten. Ich werde versuchen, mir irgendwo unterwegs eine bessere Waffe zu organisieren. Und ja, gehen wir mal in Richtung der Häuser. Nee, weißt du, was wir für ein Problem haben? Nee. Ich habe gerade einen Vogel aus der Luft gehackt. Wir haben noch kein Kleingeld. Wir kommen nicht an unsere Leichen. Ja, wo können wir denn das finden? Das weiß ich nicht mehr. Das lag halt zwischendurch rum und ich habe gedacht, das liegt meistens bei den Häusern. Pass auf, wir schauen uns jetzt mal die Dings an, die Orte von den Eingeborenen. Ja, vielleicht finden wir dann ja auch da noch den. Warum habe ich denn so viel Stoff dabei? Ich habe so viel Stoff dabei. Das ist ja echt ärgerlich. Wo sollen wir denn jetzt hin? Oh, hier ist übrigens ein Loch direkt, ne? Noch ein anderes. Ja, aber das machen wir nicht. Also, wir gehen jetzt nicht das Risiko ein, dass wir da unser ganzes Zeug verlieren. Nochmal verlieren. Also nicht ohne, dass wir zumindest versucht haben. Ja, nee, ich wollte nur sagen, dass ich wollte darauf hinweisen, dass da noch eins ist. Wir können. Ich höre, glaube ich, Stinker. Oh, was ist denn das? Schau mal da im Wald. Ach, das ist so ein Ding, was ich in der Höhle gesehen habe. Oh, der haut ganze Bäume um. Was ist das denn? Der hat einen Baum umgehauen. Das ist ja ein Zungenschleim-Bäumel. Und der hat auch noch einen Stecker dabei. Der hat Begleitung. Wir hauen ab. Komm, krass. Dreh dich um. Oh, Vorsicht, die greifen an. Das sind aber Kannibalen, ne? Und keine Eingeborenen. Oh, das Gute ist, am Holzstock ist übrigens, der kann echt schnell zuschlagen. Oh, scheiße. Aber und der killt mich halt richtig schnell. Der hat mich jetzt mit 2-3 Schlägen gekillt. Aber ich kann dich holen. Oh ja, beleg mich mal wieder. Oh, der Stinker kommt aber. Der steht direkt neben uns. Wir müssen jetzt hier schnell weg. Ich habe keine Medizin. Ich habe übrigens Kleingeld. Bei mir kam gerade übrigens die Ansage, dass ich meinen Körper finden soll, um meine Sachen wieder zu holen. Ja, genau. Ja, dann können wir jetzt... Eine Bombe reicht ja. Da hinten sind noch mehr Stinker. Okay, du weißt du den Weg? Oh, der hat mich gerade von hinten getötet. Vorsicht. What the fuck, ey? Was ist denn jetzt hier los? Danke. Ich kriege auf jeden Fall. Ich bin aber auch so irre schwach. Wieder hast du zufällig ein Tablett dabei mit Medizin? Tablett habe ich und Medizin habe ich auch. Kannst du mir eins geben? Ja. Ich gehe mal ganz kurz hier ein bisschen zur Seite. Ah, okay, schau mal, da ist das. Hier können wir lang. Warte mal, bleib mal stehen, dann gebe ich dir. Ach, das ist das Cock. Da hattest du das gefunden, oder was? Genau. Da ist die Flare Gun drin. Hier, nom. Warte. Oh, ich höre die immer noch rumstinkern, ne? Okay, Gesundheit ist wieder da. Rüstung fehlt mir, das ist das. Ja, Rüstung fehlt auch. Pass auf, wir gehen jetzt mal. Kurz und schmutzig. Hier unten lang. Ich gucke jetzt mal unterwegs, ob ich noch ein paar von den Lizards sehe. Die geben ja auch ein bisschen was. Und ein bisschen. Kannst du zwischendurch mal Büsche kaputt hauen, ne? Dass wir halt ein paar Leaves haben. Hasen erschlagen, der kann uns ja. Mit dem können wir ja Schuhe bauen. Hast du Seil? Was war das denn? Ich müsste mal was trinken übrigens. Hier unten ist Wasser. Ich sehe halt gar nichts mehr. Achso, wo möchte mein Leiter denn nicht? Ich sehe halt auch nichts mehr. Ah, das ist echt, also
Mann, wie die uns da jetzt, wie der uns da jetzt fertig gemacht hat, das. Ja, und ich habe halt überhaupt nicht damit gerechnet. Nee, ich habe auch gar nicht. Auch nicht. Ich habe auch gar nicht richtig gut gekämpft, so, weil ich dachte, ach komm, der fällt jetzt gleich um. Naja, ich auch gedacht. Was halt wieder sein kann, ich habe halt vorher gar nicht auf meinen Status geachtet. Vielleicht hatte ich auch voll wenig Leben und so. Das wäre auch typisch für mich. Das wissen jetzt die Zuschauer und Zuschauerinnen einfach besser. Ja. Weil die achten ja auch auf ganz andere Sachen als man selber. Ja, das ist ja auch immer, wenn du das dann siehst. Ich habe letztens auch irgendwie da noch ein Video geguckt, wo ich auch was kommentiert hatte oder so. Und was ich halt auch gespielt hat. Und dann habe ich natürlich bestimmte Sachen gesehen, auf die ich vom Auge beim Spielen aber gar nicht achte, weil ich ja mich auf den Bildschirmmittelpunkt konzentriere. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die mich immer ganz doll wundert, so bei Interface-Design und solchen Geschichten. Ach, das ist auch schon leer gelootet, weil er sich das gemerkt hat, dass ich das schon alles mitgenommen habe. Ja, bei mir ist da alles noch. Fickte Scheiße. Schaltkreise. Alles schon voller Schaltkreise hier. Ja, das hatte ich schon quasi mitgenommen. Flairgun hatte ich jetzt auch. Schon hatte. Nee, was mich total oft so wundert im Spieledesign, dass ich glaube, das machen viele Entwickler zu wenig, sich mal anzugucken, also wirklich zuzugucken, wo die Leute hingucken, wenn sie ihre Spiele spielen. Also das genau zu beobachten. Hast du das mal, das fällt mir übrigens gerade auf, das ist sehr spannend, ne? Das Spiel wird spannend und wir haben quasi die letzten zwei Folgen jetzt quasi nur noch über das Spiel gesprochen, das ist sehr witzig. The Division hat doch dieses Eye-Tracking-Zeug, ne, was man da anschließen kann. Das habe ich nicht ausprobiert, aber Daniel benutzt es die ganze Zeit. The Division macht das zum Beispiel auch. Oh, shit. Stinker? Bist du in meiner Nähe irgendwie? Ja, ich bin direkt hinter dir. Also fast direkt. Ich schwimme gerade. Komm mal ins Wasser zurück. Ja, fuck, sie hat mich schon erledigt. Nee, du lebst doch. Du lebst doch. Ah ja, aber ich sehe nichts. Bin total. Ja, es ist gut, ich hab dich. Alles safe. Sie will dich. Ich verbiete das aber. Okay. Hey, wo ist sie jetzt hin? Da. Hinter dir. Aber man kann nicht aus dem Sprung hauen. So, jetzt aber. Und jetzt ist gut hier. Nicht an meinen Fritz dran. Sollen wir die mal kochen? Ja, wäre gar nicht schlecht. Dann können wir Knochen mitnehmen, ne? Ja, wir kochen einfach alles. Was ist jetzt denn? Wir können ja noch weiter haben. Wollen wir mal eine Feuerstelle hier machen? Ja, oder haben die doch vielleicht. Oder sollen wir uns, warte mal, können wir uns nicht eine Feuerstelle, warte mal, ich nehme meinen Körper mit. Können wir uns nicht hier in dem Haus eine Feuerstelle machen? Dann sind wir wenigstens nicht nass. Ja, und wir müssen doch unbedingt mal speichern. Es regnet durch. Aber lass mal eine Feuerstelle machen, warte mal, ich mache mal eine Feuerstelle. Da hinten sind Zelte übrigens auf der anderen Flussseite, aber keine richtigen. Oh, hier schreit schon wieder irgendwas. Vor dir, hinter dir. Vorsicht, da siehst du ihn? Nee, ach da. Da. Schön zusammen. Sehr gut. Übrigens, mir ist gerade aufgefallen, das haben die Menschen ja auch gesehen. Ich habe eben. Hinter dir. Ich habe gar keine Energie. Ich muss kurz mal ein bisschen. Also keine Stamina. Ich habe eben, wir hatten eine ganz kurze Pause zwischen den Folgen und ich habe da eine Pflaume gegessen. Die war viel matschiger, als ich dachte. Und jetzt ist mein ganzer Bart voller Pflaumensaft. So, wie sieht's aus mit dem Feuerchen? Ja, wir brauchen noch Zutaten. Achso, ich habe auch noch ein bisschen was. Aber ich habe das. Aber man darf nicht weggehen beim Anzünden. Das ergibt Sinn. Ich kann das nicht an. Warte mal. Jetzt haben wir's. Okay. Das ist echt gruselig, Alter. Das ist richtig eklig mit den Leichen hier. Was soll ich denn jetzt sagen? Worüber hatten wir gerade vorher gesprochen? Division Eye-Tracking. Eye-Tracking, genau. Ich finde bei Division auch die Informationsvermittlung. Im ersten Moment wirkt es sehr wirr, aber wenn man es weiter spielt, ist es eigentlich so um das Schieß-Icon herum ganz gut auch organisiert. Das ist gar nicht mal so blöd gemacht. Besser, als ich erwartet hätte. Ich habe nur die Beta ein bisschen gespielt und hier sind jetzt ganz viele Knochen. So, also. Jede Menge Leaves eingesammelt. Was sind jetzt ganz viele Knochen? Ja gut, aber du brauchst ja. Oh, ein Hase?
Da ist er. Da ist Weil ich hab noch gar kein Lizard-Zeug. Hä, hey, was hab ich denn da geschlagen? Ja, aber ganz cool so, ne? Also Basebuilding hat sich. Schlägt dann auf einmal ganz schön um. Ich krieg den scheiß Hasen nicht. Ich sehe nicht mal einen. Ja, Hasozination. Ich schmeiß mal das Dings hier ins Dings rein. Okay, schmeiß das Dings ins Dings. Ich will doch das Bein haben. Mann. Oh, ich muss auch mal was essen. Ich muss was trinken. Aber das hier ist, glaube ich, vom Meer, deswegen kann man hier nicht trinken. Kann das sein? Was denn? Krieg ich jetzt hier alle Tooltips nochmal neu? Ich wäre auch gern der Inder gewesen. Also, wenn er denn Inder ist. Also das, so, okay, also. Oh, hier ist ein Stänker irgendwo. Oh ja, ich sehe ihn. Oh, das ist ein Kannibalenstinker und der setzt. Warte. Oh, ich bin schon ganz rum. Oh. Hast du ihn? Die sind echt verdammt stark, ne? Also. Die, die Kannibalen-Typen. Ja, irgendwie hat sich da. Ich weiß nicht, vielleicht hat das Spiel auch gemerkt, dass wir irgendwie zu. So am Balancing geschraubt. Wir haben natürlich auch keine Speere mehr, ne? Ja, ja, klar. Oh, hier ist ein. Hast du die Leguane hier mit Absicht nicht gelootet? Wir haben da schon so viel Fleisch gehabt. Ja, ich brauch die Haut halt für die Rüstung. Achso, ja, das hab ich mir. Ach, geschaut. Die Rüstung macht man doch auch aus Stoff. Ich. So. Okay. Bin schon wieder total kaputt. Also gesundheitstechnisch. Ich bräuchte wahrscheinlich mal Medizin. Aber da braucht man auch wieder natürlich. Ja, klar. Haben wir natürlich nicht. Ich habe gerade die letzte gegessen. Medizin? Ja. So, ich habe jetzt zwei Teile Knochenrüstung an. Knochenrüstung. Drei sogar jetzt schon. Wo hast du die ganzen Knochen her? Ich dachte, oder. Hast du das hier die ganzen Knochen schon geschnappt? Ich dachte, die haben wir auch beide, sorry. Du kannst übrigens einen Knochen an deinen Schädel an deinen Kopf mal an deinen. Alter. Kannst einen Schädel an deinen Stock machen, dann kriegst du. Ah, ja, sehr gut, habe ich gemacht. Sehr gut. Ich benutze mal hier noch so ein bisschen das Lizard Skin, was ich noch habe. Ja, sorry, ich dachte, du hättest. Ist nicht so schlimm, das ist kein Ding. So. Ei, das war ja unangenehm. Was denn? Du musst dir mal hier diese Totems, die machen, angucken. So, was mit dem? Hier, guck dir den mal an. Hier. Warte mal, jetzt mal kurz trinken. Warte, muss ich auch mal trinken? Ach, hier sind wir. Und wo meintest du, dass hier irgendwo Zelte sind? Ja, das ist auf der anderen Seite des Flusses, aber die sind, glaube ich. Ach, das sind die kleinen Zelte, das sind ja die, wo ja, der Höhleneingang dann ist. Aber guck mal bitte hier, guck dir den mal an hier, den Kollegen. Hier bei mir. Ja. Guck mal das Gesicht. Auf dem Stock, siehst du den? Ja, ja, klar. Und was mit dem Gesicht? In dem Mund? Ist bei dir ja, anders? Was ist denn da? Der hat eine Kamera im Mund. Die haben eine Digitalkamera in den Mund von dieser Statue geschnallt. Nee, bei mir sieht es anders aus. Ach so, okay. Das bei mir hängt da ein Turnschuh dran und eine Brille. Nee. Irgendwie Art Regenschirm oder sowas. Hab's jetzt kaputt gemacht, damit es. Ach, aber jetzt habe ich auch so ein Ding mit der Kamera. Das steht bei mir hier. Das Kamerading. Okay, was brauche ich denn noch? Ja, wir könnten eine Bombe bauen. Wir können jetzt eigentlich wieder zu unserer Leiche. Das Problem ist nur, dass da unten halt dieser Typ ist. Wir haben auch nicht so ein bisschen Sorgen, ne? Was braucht man nochmal für einen Bogen? Seil? Ja, was willst du mit dem Bogen? Die sind so ineffizient. Ich baue mir trotzdem. Der scheiß Bogen.
Das war doch Quatsch. Ich habe auch nicht genug Federn. Crap. Hier waren irgendwie Medizinpflanzen gerade gewesen, habe ich gerade gefunden. Hier sind oh, hier sind giftige Beeren. Beeren. Ich glaube, die habe ich ja trotzdem gerade gegessen. Habe ich denn genug, um Medizin zu bauen? Jetzt habe ich einen Energy Mix. Also ich habe 3 Chicories. Die kann man. Da kann man Energy Mix mitmachen. Ja, ich bräuchte eher Medizin. Da fehlte uns letztens die andere Seite. Also uns fehlte Chicory, fehlte uns letztes Mal. Letztes Mal hatten wir diese Blume dafür. Hast du nicht letztens noch gefragt, wie Gronkh 300 Stunden zum Spiel versenken kann? Ja. Ich verstehe. Nun. Nun verstehe ich. Wenn das Spiel halt zwischendrin einfach sagt, nee, ich möchte ihr fangen, ich möchte, dass ihr nochmal von vorne anfangen. Das ist ja auch, hier sind jetzt erstaunlich viele Pflanzen. Ja, aber das ist alles Chicory. So Heilpflanzengeschichten. Nee, das ist jetzt hier alles Mögliche. Die ganze Dings ist voll damit. Die ganze Wiese. Ich hab grad. Weil ich bin zwar jetzt, hab zwar ein bisschen Rüstung, aber ich habe halt total wenig Gesundheit. Also ich muss mir dann was zusammenbauen. Also für mich ist das alles Chicory, was ich hier finde. Warte mal. Also ich habe jede Menge Chicory, ich habe ein bisschen Coneflower und ich habe, was habe ich hier? Marigold. Aber da müsstest du doch irgendwas rausklöppeln können. Mats. Ich brauche irgendwas noch für Mats. Was baue ich denn? Mit was mache ich Medizin nochmal? Die beiden, die halt nicht für Energy sind. Coneflower ist es nicht. Also es ist einmal Marigold. Aber es ist dann halt irgendwas anderes noch. Aber nicht Alkohol, oder? Nee, es sind 2 Pflanzen, die du kombinieren musst. Ja, schon was gedacht, aber es... Die Rechnung geht nicht auf. Mein Gott, wie wir jetzt quasi zurückgeworfen sind auf einmal. Ja, unser Haus ist noch da, aber wir haben ja nicht so hartes Haus. Wir haben ja eigentlich nichts, ja, wir haben ja da nichts drin. Das ist ja dann für irgendwann später mal ordentlich Haus bauen. Ich habe hier noch was gefunden, das könnte helfen. Warte mal, ich will den Hasen. Ja, das wäre doch vielleicht. Da, willst du das essen, was ich hier mitbringe? Guck mal hier, das. Oh, Mann. Oh, hier habe ich Aloe Vera gefunden. Ah, ich glaube, Aloe Vera fehlt mir noch. Aloe, da habe ich 1 von. Das ist für Mats auf jeden Fall. Ah, nee, das ist. Ja, das ist aber nicht das. Das ist aber die zweite Hälfte der Mats. Dann brauchst du noch diese andere Blume. Ja, aber für mich sind sie das nicht. Zeig mal, wo hast du die gesehen? Die lag hier, hab ich gepflückt, hier unter meinen Baumstämmen. Ich glaube, wir sehen teilweise unterschiedliche Pflanzen. Dann kann ich die dir doch geben, einfach. Weil ich habe eben ja auch nur Chicory gefunden. Warte mal hier. Gib mal her. Oh, das ist ja schon so geil. Achso, ja stimmt, du hast ja die Dings gelootet. Na, so eine geile Knochenskin an. Ach genau, jetzt habe ich hier Aloe Vera. Zack, Mats. Ah, und die stellen auch weniger Medizin her als die richtige, ja, ordentliche Medizin. Die stellen halt nur die Hälfte wieder her. So, hier ist nochmal ein Lizard. Und hier noch mehr Aloe. Muss doch bald mal essen. Fettes Gelute hier. Richtig abgelootet, wa? Das ist ein Hase. Ich will jetzt nur den Hasen erwischen. Ich will jetzt gähnen. Mann, wo ist denn der... Ach, Hase, ich hab doch halt den ganzen Tag gearbeitet. Das war so ungewohnt, oder? Ja, Mann. Nein, 4 Tage am Stück habe ich hier jetzt den ganzen Tag gearbeitet. Shit. Krieg den blöden Hasen nicht. Fang mir mal ein paar Hasen. Ich will mir Schuhe. Ich habe auch gar keinen Rope. Doch, zweimal Rope. Braucht man zweimal Rope für. Nee, man braucht 3-mal Hase, 1-mal Rope, meine ich. Ich will es nicht beschwören, aber wir haben auch schon lange keine Stinker mehr gesehen, ne?
Obwohl das für die Knochen gar nicht schlecht wäre. Das ist jetzt auf jeden Fall die Farming-Folge hier. Eine Knochenrüstung könnte ich durchaus gebrauchen. Oh, die Farming-Folge ist übrigens schon 25 Minuten lang. Oh, dann freut euch mal auf die nächste Farming-Folge. Nein, nächste Folge gehen wir wieder in die Höhlen und holen so gleiche. Weiß nicht, ob wir uns das schon trauen können. Na gut, wir schauen mal. Also, macht's gut, Leute. Ciao. Bis gleich. Ne?